Das Statement meiner Kollegen Joko und Klaas gegen fremden Hass geht gerade total durch die Decke. Sie haben mit ihren klaren Worten vielen Menschen zum Glück aus der Seele gesprochen. Finde ich geil. Ich finde es auch wichtig, sich dafür zu engagieren. Wir wollen keinen Fremdhass und da stimmen wir denen auch hundertprozentig zu. Und ich finde es auch gut, dass dann solche Leute, die halt eben ein Idol von vielen jungen Leuten sind, sich halt eben dann für sowas einsetzen. Joko und Klaas finden in ihrem Pro-Flüchtlingsvideo klare Worte. Ihre Aktion trägt bei Twitter den Hashtag Mund aufmachen. Diskutiert wird auch die Frage, ob man im Internet fremdenfeindliche Äußerungen konsequent löschen sollte. Wenn es fremdenfeindlich oder auch rechtlich problematisch ist, wie was weiß ich, volksverhetzend, beleidigend, dann muss das natürlich gelöscht werden. Für löschen bin ich, ja. Wir sollten uns nicht kümmern, was diese Kommentare sind, so, und einfach versuchen, was wir und jeder von uns besser machen kann. Bei Facebook gibt es feste Regeln, was gelöscht werden muss. Pornografisches verschwindet schnell. Fremdenfeindlichkeit aber findet sich oft. Das Problem, bei der Masse an Posts fällt vieles durchs Prüfungsraster. Joko und Klaas jedenfalls haben eindeutig Stellung bezogen gegen Fremdenfeindlichkeit. Und lungert nachts nicht mehr vor Flüchtlingsheimen rum.